Kickermann-Filme, Let's Play Amnesia The Dark Sands, Freunde. Das Gerumpel hier von den Maschinenraum wird mir ganz gruselig. Ich habe mir aber was überlegt. Denn was bei der Zugbrücke geklappt hat, wird wahrscheinlich auch bei dieser anderen Brücke klappen. Wir müssen hier noch ein schön. Wäre sehr verbunden, wenn wir dem Spiel irgendwo wieder ein bisschen Laudanum finden würden, dass es uns ein bisschen heilt. Wir müssen uns ein bisschen kämpfen. Naja, wir hätten mit dem Hebel rumgespielt. Ich meine, hier liegen unten die Oberscheine rum. Nimm mal Pflaster fällt, genau. Weil wir ja nicht so hoch werfen können, werden wir wahrscheinlich von hier oben auswerfen müssen. Das ist nicht deine Idee. Ja, ich spiele es nicht wirklich offscreen nebenbei, aber. So eine Ideen habe ich den halt dabei immer. Oder? Ah, ich weiß. Da. Zielen und Feuer! Versagt. Toll. Das kann auch von vorne. Wir haben noch ein paar Sterne hier wahrscheinlich. Komm bei Ratzinger Super Depp, Wurf mit Steinen im Nier. Die üben Quali für den 1. Mai. Genau. So. Soll ich ja nochmal ein paar aufpacken. Oh! Nee, ich würde die werfen, habe ich voll drauf, ne? Einer von den Steinen wird ja übertreffen da oben. Oder auch nicht. Das ist ein Scherz, ne? Wenn wir eine beschissene Kette irgendwie treffen können. Nehmen wir her, Gott sagt er nochmal. Die ich wahrscheinlich Kommentare kriegen, wenn du zu dem Ding. Ah, du bist dumm zum Steine schmeißen. Ja, ich bin gerade so. Ich hab echt gerade doof an dabei. Himmel. Moment, wo ich mich echt selbst frage, was mache ich überhaupt hier, ey? Na! Ah. Oh. Fumm. Ich bin gespannt, wenn ihr das Spiel spielen solltet, ob ihr euch genauso dämlich anstellt wie ich. Das hier.
bin echt doof an. Autsch! Nicht runterfallen, aber na gut. Ha! Größerer Stein und hier liegt alles voll mit Stein. Wir werden damit mal aufräumen kurz hier. Das ist ja schon auf der Leichenhalle! Oh, scheiße! Danny, geht's gerade überhaupt nicht gut. Leichenhalle ist nicht gut. Nein, 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 nein. Daniel, it has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Es ist schweinedunkel, Daniel geht es gerade auch nicht gut, aber wir gehen in die Leichenhalle rein. Wir haben keine Thunderbüchsen mehr, wir haben keinen Fackel mehr, ich glaube wir werden gleich etwas durchdrehen oder keine Ahnung. Danum, Freunde, yeah! Und dann geht es gut. Aber so gut geht seine hier gerade nicht. Der fühlt sich gerade nicht so wohl. Was ich durchaus verstehen kann. Keine Ahnung, was es hier erwartet, Freunde, aber wir sind in der Tür.
hier liegt ja einer. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Ja, in der Todesstelle kann ich eher erst Zart sehen. Toll. Und wir lesen einen Zettel. Zeichenausbruch. Ihr wisst hier. Abschlusskreation, die mal kurz das Transport durch den Pilz befallen ist. Die Fähigkeit erhält extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein. Sie breitet sich in den ganzen Körpern aus. Ja, das ist glücklicherweise nicht unfair verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorkommen verhindert. Die Gefangenen sterben schneller und ihre verschmutzte Leiden. Das Ganze hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Aha, aha, aha. Was hier alles für Machenschaften laufen, das ist ja nicht mehr normal hier. Gut. Und Laudanum ist auch gut, das können wir nehmen. Gehe ich jetzt erst da lang oder erst da lang, Freunde? Man merkt, dass hier echt ganz schön kranke Experimente abgingen. Und ich bin da jetzt nicht gerade so der Freund von, ehrlich gesagt, aber wir machen das mal ganz gut. So. Ach ja, wir müssen lesen. Impfstoffversuche. Der Impfstoff ist im Moment. Wir müssen solche Kreationen zu bearbeiten. Es ist voll Erfolg. Leider haben nur einige der Variants, die es wieder erhalten, da ich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blut ist lange genug als Schutzschild, um eine Indikation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Aha. Leute, 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 Leute. Also was hier auf Schloss Brandenburg abging, das ist echt nicht mehr feierlich. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich solche Sachen nicht tolerieren werde. Du Heilige. Bin hier ganz ruhig. Ja, wunderbar. Der Kopf drin und die Hände zittern. Das heißt, Daniel lebt hier gerade Sachen, die ihm überhaupt nicht gefallen. Ist hier irgendwas, was uns noch hier behilft, was wir uns brauchen hier? Ja, denn ihr brüht dich, ich will was versuchen. Ja, hier wachsen Blumen, toll! Ja, ich weiß, was im Kopf drüben ist, damit nicht mehr, ich weiß, denn ist gut.
mach die Tür wieder zu. Ja, Freunde, wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge im Let's Play Kingdoms of... Amnesia The Dark Descent. Bis dahin, tschüss!